So, also endlich kommt die Restart hier. Mousebots gegen Aces auf die Inferno am 12. in Anführungsstrichen Spieltag. So richtige Spieltage sind sie ja nicht. 16 Spieltage gibt es insgesamt. Also 4 Spiele stehen hier noch an für Maus. Und für den Rest natürlich auch. Und dann haben wir die erste Phase überstanden. Maus hat natürlich keine Chance mehr, irgendwie in die Top 4 zu kommen. Wie das mit Abstieg und Aufstieg ist, weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht. Muss ich mal noch in Erfahrung bringen. Ob es sowas überhaupt gibt. So, Map. Schauen wir uns an. Traveli direkt Nate mit der Runde. Ach, oh, starke Nate. Wiss. Sehr viel Damage schon bekommen. Aprox, Sonics, wieder die, die am B da stehen. Spottet auch offensiv überall rein. Also verstecken sich hier nicht, holen sich gute Kontrolle. Apox steht auch gegen Anti-Flash, aber es gibt den Großscope. Gute Nate von Nuki, die hat er bis gefinisht, die Trouble schon, den Trouble schon angehittet hat. Geht die CDBs durch. Ne, sie gehen auf Spot. Boah, große Sandleiter gefallen. Und Trouble geht schön Action weg. Holt viel Zeit raus. Wenn er jetzt noch Fragment wäre es perfekt. Schafft er leider nicht. Oh, die Runde wird richtig knapp. Sonics mit dem Kit. Oh, der eine ist Hausmeister rein. Oh, richtige Abfuckpose jetzt. Aber Aprox kann ihn setzen. Vielleicht doch nochmal die Chance. Wenn der Driftkin wegspringt. Das ist der große Sand. Ja, sehr schön. 2-2 rausgeholt. Beide auf Spot. Jetzt spielt es auch bekannt. Schön rumgezogen von Ghost. Und da geht die Pistole an Aces. Schade, trotz gefallenem First weg. Guter Laufweg von Aces, der aber has. Kerrigan hat da anscheinend richtig direkt Gesicht bekommen im Sandkasten oder oben Haus. Ich weiß nicht, wo er hingeschoben ist, weil hatte ich ja leider nicht gesehen. Ach, schade, dass Nuki da überrannt wurde. Was macht er denn da? Was machen die denn hier an der Base? Was zur Hölle? Ah, sie warten, glaube ich, ob ein B-Rush kommt oder nicht. Und jetzt ist es sogar schon Hass. Was war das denn? Also anders kann ich dir nicht erklären, als dass sie gewartet haben. CTBs halt, ob ein B-Rush kommt oder ob ein A-Rush kommt, um dann halt, je nachdem, schnell am Spot zu sein. Den nicht kaputt kriegen. 8 HP überlebt er das. So, natürlich noch eine Eco. Vielleicht machen sie es nochmal so. Ja, bleiben wirklich 2 CDBs. Sonics diesmal derjenige, der gespottet hat. Da ist auch die Bombe. Ich weiß nicht, ob er die gesehen hat. Hier geht der vom Großen. Aber sie schieben schon langsam rüber, aber das wird vorher. Wobei, ich glaube nicht mal, dass sie drauf gehen. Das wäre aber viel zu riskant. Schieben sie doch rüber. Die Einnahme. Ach, schade. Apox. Oh, aber viel Schaden ausgeteilt. Nice. Sonic kann einen machen. Boah, krasse Shots von Sonics. Und die sind richtig low. Wenn Nuki jetzt nicht stirbt. Ach, schön gespielt von Nuki. Geht kein weiteres Risiko ein. Hält somit noch den Spot quasi halbwegs safe. Beziehungsweise müssen die T's halt aufpassen an die Decke. Carry den da. Jetzt Nuki rausziehen. Ah, da muss er eigentlich den Reflect direkt machen. Jetzt die Bombe holen. Ja, okay. Halbwegs gut noch gemacht. Ja, er ist richtig weggeflasht. Trotzdem hätte es mir besser gefallen, wenn Nuki direkt da rausgezogen hätte. Oh, die Flash für Action.
halt low. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Wenn ich sonst mit der Waffe, der für meinen Geschmack noch sehr weit hinten ist. So, schade, dann trifft er den nicht. Ach man, ey. Wieder eine starke Eco. So wie letztens gegen Nip. Auch die hätten sie eigentlich machen müssen. Trotzdem noch gut runtergespielt von Aces. Da die Smoke Has war auf jeden Fall sehr wichtig noch. 3-0 und jetzt mal bitte drüber fahren. So, irgendwie, entweder der Chat ist tot oder kaputt. Oder es schreibt einfach niemand was. So, Flash mit Apox. Schön rübergezogen, direkt Headshot gegeben. Schöne Flash. Direkt, wieder aufgehalten. So, da wird jetzt auch erstmal nichts anbrennen mit der Smoke. T ist schon zurückgezogen. Kontakt ins Mitte, eine über Haus. Oh, jetzt boosten sie sogar. Sehr schön. So, damit Mitte noch sicherer eigentlich. Trouble spotted jetzt da auch nur. Also sehr schön gespielt. Kerrigan macht auch. Ich sollte mal Haus dann immer aufpassen. Oh, Nuki. Ach du Kacke. Die Dickprobleme gehabt, aber Trubel mit 3. Schön durchgestrahlt. Und der 4. Boah, krass. Schöne 4K von Trubel. Schön drauf gewesen. Komisch, dass Nuki da oben keinen Fack gemacht hat. Aber sehr schön erste Equip. Nur eine Waffe verloren. Gut fürs Geldpolster. Der Aces sparen tatsächlich direkt. Krass. Boah, das nervt echt hier. Das ist nicht mal mit dem Rekord-Befehl zu beheben. Auch wieder einer vorrast. Also der Standardaufbau ist schon klar. Immer zwei Banane. Der Rest ist vielleicht mit der Mitte. Sonix gerade am Schieben. Ghost alleine noch am Faken. Hat aber schon Schaden bekommen. Jetzt gleich der B-Go. Aber Sonix steht auf Gegenfläche, macht er gut. Wartet jetzt natürlich auf die Ansage von Aprox. Fraglich ist, ob die Flechter zu spät kommt. Boah, was ein Timing. Boah, wenn das mal nicht in die Hose geht. Boah, gut, dass er deinen Frag setzt. Sonix leider gestorben. Schon geschoben. Nuki ist das. Gott, Gott, Gott. Was ist denn Pech dort? Aber auch komisch, dass Aprox die Flächen in die Hand nimmt. Ich meine, Sonix ist doch derjenige, der gegenflächen soll. So, Seitengang. Nuki müsste die Steps gehört haben. Das geht jetzt letzten Track, aber Bombe down von offensiv. Komisch gespielt von Driftkin. Schön. Gut noch gerettet. Kleiner Aussetzer da am B von Aprox und Sonix. Am Ende aber noch für den Mates gerettet. Glück um Unglück. 2-3. Ace ist jetzt natürlich wieder mit Geld. Ja. Schön abgewartet von Aces. Ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, da hier zu warten. Um die HEs zu dodgen. Diesmal geht auch nur einer Banane rein. Maus hält an seinem Standardaufbau fest. Gibt auch eigentlich keinen Grund, das umzustellen. Schöne Nade von Kerrigan. Gut getimed. So, jetzt kommt es wieder auf Aprox und Nuki an. Oh, schön. Nuki schiebt hinterher. Oh, kann er machen. Kommt weg, Clint. Kommt weg, sehr gut. Kerrigan in großer Sand. Nuki kommt doch ganz def weg. Und Sonix hat auch Has jetzt. Wenn Aprox jetzt nicht B stirbt, ist die Runde eigentlich so gut wie gewonnen. Aces sammelt sich. Gehen jetzt wahrscheinlich wirklich B.
Zweig ist auch sehr, sehr, sehr weit drüben. Also wäre schnell da am B. Wiss macht da jetzt noch ein bisschen Trouble. Will über B kommen. Über Base. Boah, ein Schnapper gestorben. Aber Nuki passt selbst auf. Wichtiger Frag. Und jetzt Überzahl. Smoke liegt. Oh, von am Baum. Hast du den gesehen? Ach, schön. Er hat ihn gesehen. Nice. Wichtig. Der T macht's eigentlich richtig. Er kriegt direkt einen Frag. Kriegt den auch. Gut gemacht von Ghost. Aber B. Boah, krasser Headshot. 1 gegen 1. Nuki gegen Ghost. Nuki hat kein Kit. Er kommt über Ruine. Boah, Ghost hat schon spekuliert. Liegt da ein Kit? Ah, ich glaube, da liegt. Da, da liegt ein Kit am Auto, am Laster. Nuki! Links, 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 links. Ja. Boah, er versucht's gar nicht erst. Hätte er das nicht geschafft? Okay, das ist ja, glaube ich, wirklich richtig knapp geworden. Boah, aber richtig gut gespielt von Ghost. Da geben sie die, echt die Unterzahl ab. Die Überzahl ab. 3 gegen 2. Sehr, sehr gut gespielt von Ghost, da direkt auf Frag zu gehen und hat auch den Frag bekommen. Schade, dass ich nicht bei Aprox drauf war. Ich wollte eigentlich noch rüber switchen, wie er den Go da handelt. Hat sich aber so rein schiebetechnisch gut gemacht von Maus. Sonics stand da so weit hinten im Highway, im Speedway hier. Oder im Hundegang. Dass er schnell Aprox helfen konnte. Leider ist er halt direkt gestorben, sonst wäre die Runde normalerweise gewonnen gewesen. So, Maus steht jetzt erst einmal um. Ich bin jetzt was Offensives. Schade, dass jetzt nicht falsche Mitte aufgebaut wird. Oh, sie kommen. Oh, Mitte Contact. Mal schauen, wie sie das gleich handeln. Wenn Nuki da jetzt was ansagt, wie Maus da verschiebt. So, jetzt hat die Contacts angesagt. Was gibt's denn da für Hits gegen Trubel? Oh, kann aber den Headshot setzen. Und Nick übernimmt. Action. Oh, da wird gerade nicht abgedeckt. Schönes Time für Nuki, aber kann keinen Frag setzen. Carry geht noch nicht raus. Oh, das ist irgendwie. Weiß nicht, ob es besser wäre, der Haus durchzupushen, aber er kann den Headshot machen. LOL! Warum gibt er den Sonics Headshot? Oh man, da dachte wirklich, das ist noch ein Gegner. So, ein Let's über Base. Das müsste Aprox auch wissen. Ja, sie rechnen auch schon damit. Kerrigan hat da Fokus drauf. Däube noch 20 Sekunden. Die Bombe liegt wahrscheinlich da irgendwo Mitte. Das wird er auf jeden Fall nicht holen können. Bräuchte jetzt einfach viel zu viel Zeit. Ah, sie liegt am Hausmeister. Jetzt Kerrigan, er sieht ihn. Er hört ihn. Und er schafft es tatsächlich noch, oder? Oh, wie knapp. Alter, wie knapp. Aber auch wieder ganz komisch gespielt von Kerrigan. Warum zieht er da nicht einfach rum? Er braucht da nicht Flächen. Der T hat eh keine Ahnung, wo er ist. Einfach rumziehen, Gesicht geben. Auf Timing halt. Oder halt eher gegen Flächen, aber nicht so auf Teufel komm raus, so am Ende. Ach, ziemlich knappe Runden. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Also ich weiß nicht, wenn da Mitte Nuki ansagt, dass da was hochgeht, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es da besser ist, Haus einfach vorzupushen. Gerade wenn man danach keinen Kontakt hatte, ist natürlich auch so ein überraschender Move dann. Als Terror, wenn da so einem Cities entgegengefahren kommen. So, jetzt auch Kerrigan mal wieder unter Bedrängnis. Spielt's gut, geht direkt der F. So, vielleicht Mitte Flash. Gut, dass es eine Eco ist. So, Nuki auch endlich mal einen Eco-Frag bekommen. Aber Kerrigan stirbt oben im Haus. Trubel macht's gut. Trubel macht's sehr gut. Weiß genau, dass er von hinten gerade nicht gedeckt ist. Nimmt dann Raum von der einen. Schnapper könnte da schon weit vorne, viel weiter vorne sein. Einer am Spot angesagt und der große Sand. Spätestens jetzt aber bekannt. Aprox da nicht vorschiebt, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich nicht gut kommuniziert von den beiden anderen. Ah, okay, die Bombe war da down. Gut, nehmen alles zurück. Gut gespielt von Aprox. Von den anderen beiden dann eigentlich ein bisschen zu viel Risiko eingegangen.
Aber der Ausgleich, 4-4. Ist es Mitte? Ne, renn direkt Banane an. So, vielleicht mit Sonics. Für Sonics, so rum. Schön. Noch sogar noch eine Eco. Zwei machen. Ah, Aprox gefällt mir halt irgendwie nicht. Sieht ja nicht wirklich was um am B. Das ist auch wieder eine Eco gewesen. Also Maus hat hier richtig Probleme heute. Haben vorhin übrigens auch noch ein PC gespielt gegen irgendwelche Dänen, glaube ich. Jeden Fall relativ unbekannte Gegner. So, immerhin der Retake. Relativ solide mit Granaten. Da gab es nochmal eine Gegenfläche. Duki muss er natürlich aufpassen im Seitengang. Macht er eigentlich gar nicht so verkehrt. Spätestens jetzt muss er eigentlich Gas geben. Schön, schiebt auch nicht über Ruine, was viel zu lange dauern würde. Beide haben Kids. Boah, das wird nochmal knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Alter, nein, oder? So. 5-4, sie will ernsthaft eine Eco. Also eine Anti-Eco. Oh Mann, ey. Ah, die Form heute leider nicht so gut. Apox kränkelt ein bisschen. Ich meine, das Spiel ist noch lange nicht verloren oder so, aber es wirkt halt nicht so souverän, wie man es sich wünschen würde. Boah, schöner Fake von Sonics. Schön die Waffe gedroppt, den Decoy geworfen, dass die Decoy nur den Pistol-Sound macht. Damit Aces vielleicht wirklich denkt, dass hier eine Eco ist. Und jetzt gibt es die Einnahme. Boah, schön. Also mit den Flächen haben sie wirklich immer gutes Timing. Sonics nochmal hinterher. Wird gegengeflasht. Da hätte, nachdem er die Fläche ins Gesicht bekommen hat, hätte er vielleicht wegschieben müssen. Aber Nuki ist am B da. Das können sie noch machen. Ach, leider Trouble Mitte oben gestorben. Kerrigan noch im Spot. Okay, sie hätten wirklich nur so eine Teil-Eco. P250. Boah, was ein Laufweg. Was ein Ekel-Laufweg von dem Terror. Wird sich Kerrigan auch, what the fuck denken. So, Nuki will natürlich die Waffe noch safen. So, dann im Aces wieder die Führung 6-4. Ein Maus hat nicht viel Geld. Oh, ich weiß nicht, Nuki könnte die legen. Aprox Kerrigan müssten kaufen können. Ah, ich bin gespannt. Terrorists win. Boah, kann sein, dass der Chat übelst delayed ist. Heftig. So, haben sie es gekauft? Ne, ist eine Full Eco. Mit Nades. Alle haben Nade. Also offensiver Push. Schauen, was dabei rumkommt. Gegenflash. Aces. Oh, ja, Aces saß irgendwie nicht gut. Fox kann sich eine AK schnappen. 3 gegen 3 Situation. Oh, schön, sogar ein Team Trick. Oh, Driftkin und Bedrängnis. Wo ist der vierte? Nuki am A. Hier hat eine Waffe gepickt. Aprox müsste eigentlich auch eine haben. Ja, hat eine AK. Sonics wird jetzt allein gelassen und Nuki schön hört den zweiten auch noch. Jetzt kann Sonics eigentlich auch schieben. Ja. Oh, wo ist Aprox? Sehr schön. Gute Eco. Sehr schön drauf eingestellt von Maus da, wie sie in der Banane spielen, dass Aces da immer relativ zügig einnimmt. Gut, das erkannt. Gut darauf die Eco aufgebaut. Also taktisch schon gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt einfach mal den Motivationspush mit in die Waffenrunde nehmen. Vielleicht hat Aprox jetzt auch ein bisschen
Momentum getankt. Und schießt da mal ein bisschen mehr um am B. Ist aber weiterhin wieder mit schnellem Go am B. Das sollte Maus vielleicht mal öfter bestrafen. Einfach mal am Anfang immer direkt Nades runter. So, ansonsten der Aufbau wieder ganz normal. Die Nade von Kerrigan war wieder ganz gut. Boah, jetzt die Flash von Nuki. Timing, Timing, Timing. Oh, es war ein Nade. Jetzt eine Flash hinterher. Boah, schön auch der Laufweg von Kerrigan. Also wie er da reingeht. Boah, B ist leider schon wieder abgestorben. Da habe ich gar keinen Fokus drauf. War davon der Move fasziniert. Der B-Tech wird enorm schwer. Job die jetzt erst abschieben. Keiner kommt über Banane, alle über Base. Und Maus entscheidet sich richtigerweise da zu save. Gute Entscheidung da gecallt. Ach bitte, dass man erst eine Nade reinwirft. Aber so allein die Timing-Sachen, die stimmen schon bei Maus. Und spätestens jetzt sollte man sich vielleicht auch überlegen, dass Apox vielleicht mal die Posi tauscht. Dass Apox vielleicht mal den Schieber spielt, Sonics auf Spot bleibt. Oder man halt wirklich mal einfach aggressiv geht. Ah, okay, Apox. Auch eine Möglichkeit, auf AWP zu switchen. Aber ich würde die TS dafür schon wesentlich öfter bestrafen, dafür, dass sie so schnell Banane reingehen. Indem man einfach mal auch gegen geht. Mit Flashes, mit Nades. Aber direkt Schaden macht. So, die Variante von Apox auch okay. Schauen, ob sie aufgeht. Sonics steht sehr weit hinten. Oh, kriegt die Hits direkt auf 50 HP. Aber jetzt bekannt, die Nades sitzt sie. Ach, schöne Nade gegen Agilien. So, Apox an der Kabeltrommel. So, bei Kerrigan ist auch schon wieder was passiert. Da ist die Kontrolle quasi abgegeben. So, sehr schön. Also man hat auch das gemacht, was ich gesagt habe. Einfach mal tauschen, dass Apox den Schieber macht. Und Sonics auf Spot spielt. Gut drauf reagiert. So, jetzt gibt es auch die Flashes. Oh, krasse Flashes gegen Base. Da waren beide blind, aber auch. Und das ist ein Argo. Boah, und Maus wird komplett auseinandergenommen. Krass. Also richtig gute Flashes von Aces. Spielen jetzt sehr gut auf. Kerrigan noch die Chance hat A. Ah, nur einen machen können. Sonics versucht es auch gar nicht erst. Müsste aber gehört werden von dem T. Von Viz. Ach, weiß doch genau, wo er ist. Der Viz weiß genau, wo Sonics ist. Jetzt kommt es gerade einer Base. Jetzt wird Sonics gesandwiched. Ach, keine Chance. 8 zu 5. Oh Mann, oh Mann. Also A, brauchen wir wirklich keine Vorwürfe machen. B ist halt heute auf jeden Fall die Schwachstelle. So, jetzt nochmal eine Eco. Dann vielleicht 9-5. 9-6 wäre noch ganz okay. Man muss dafür auch nicht vergessen, dass die Pistole verloren wurde. Trotzdem war hier wesentlich mehr drin. So, Nuki Nate mit runter. Der Rest rusht Banane. Kerrigan mit einer Waffe. Trouble mit Duels. Boah, den da noch nicht gesehen. Jetzt gibt's mal einen Flash. Schön, Nuki konnte einen machen. Wieder 3 gegen 3. Nuki am großen. Falsche Mitte. Boah, er hat ihn gesehen. Hat ihn auf jeden Fall auch angesagt. Die Frage ist, ob der T. Ach Mist, der T hat ihn gesehen. Schade. Beide am Schieben. P250 schon bekannt.
den Headshot setzen. Sehr schöne Pistol. Ein 2-2. Der T ist weg. Er könnte theoretisch sogar an die Waffe kommen. Und McCarron gehen jetzt noch Mitte schiebt. Der ist eigentlich perfekt gespielt. Nein! Schiebt doch mit zu Sonics hin und nicht von Sonics weg. Dann hätte man direkt den Refrag gehabt. LOL! Was war das für ein Burst? Der war doch gar nicht drauf. Oh Mann, ey. So ein Ding raushauen und dann die Runde nicht holen. Aber wenn Kerrigan da einfach zum Mate schiebt, ich meine, was will er da alleine B? Das kann er eh nicht halten. Wenn er zum Mate schiebt, können sie den Retake vielleicht zusammen starten. Oder halt, ja, dann hier oben direkt den Reflex setzen, wenn Sonic stirbt. Und dann ein leichteres One-on-One haben. Ach, 9-5, letzte Runde der ersten Halbzeit. Maus hier wirklich unter mit Problemen heute. Vielleicht auch mal mit Kontrolle die Banane halten. Gut Schaden gemacht. Sonics aber auch Schaden gefangen. Aber trotzdem mehr Schaden ausgeteilt. So, ansonsten am Großen haben wir wirklich bisher alle Runden bis auf eine wirklich das gleiche gesehen. Immer Nuki am Has, Troubleader an der Laube und Kerrigan Haus am Spot immer. Zieht sich dann meistens defensiv zurück. Und jetzt geht's gegen Nuki. Die macht dadurch die Smoke 2, wird jetzt von hinten geholt. Kerrigan leider auch schon im Haus gestorben. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt quasi auch wieder. Ja, sich als falsch herausgestellt, dass A safe ist. Scheint mir doch nicht so safe zu sein. Boah, wie ist da nichts da drauf? Ist sogar am Friedhof. Die fünfte Runde bleiben, wobei. Oh, Driftkin einer B? Aber Aprox kein Kit. Oh, das schafft er nie im Leben. Das schafft er nie im Leben, GH. 10-5, die Halbzeit an Aces. Oh, und jetzt muss Maus ordentlich eine Schippe drauflegen. Gute Taktiken auspacken und vor allen Dingen Aprox mal was hitten. Der Rest ging ja eigentlich. Am Großen hat sie jetzt nicht wirklich am Aiming gefehlt, würde ich meinen. Eher so, wie man die Sachen handelt. Vor allem, wenn Nuki da überrannt wird, dann müssen sie sich auf jeden Fall noch irgendwas einfallen lassen. Wie sie so einen Hasco aufhalten. So, wenn die Pistol jetzt verloren würde, wird, dann sehe ich wirklich schwarz. So, ich bin gespannt. So, Aces haben, glaube ich, auch Mitte direkt Nate geworfen. Aus war aber nicht so blöd, da reinzuhauen. Bei Aprox ein bisschen Schaden gefangen, von der Nate-Banane auch. Nur Torpe dort. Am Spotten. Dass er blind wird. Ja, angeflecht. Driftkin schiebt aber nicht. Außer Mini-Schlitz. Also man spiegelt hier quasi auch den Aufbau. Apox Sonics in der Banane. Nuki Mitte. Troubleader am Döner. Hausmeister und Kerrigan im Haus. Also auch interessant zu sehen, wie sie da als T aufbauen. Und sie schieben jetzt auch B rüber. Eigentlich gar keine so schlechte Entscheidung. Driftkin hat leider zwei Gegenfläche. Jetzt ist er aber Hundegang. Das könnte vom Timing her nicht reichen. Oh, schöne hohe Flash. Und Driftkin jetzt erst da. Und jetzt sind sie aber schon durch. Also gutes Timing für Maus. Troubley versucht dann noch was abzufacken am A.
zweiten Gang muss sterben. Schön. Base nochmal gegengeflecht. Job liegt groß den Kontakt. B kann er drauf. Bombe kann gelegt werden. Trouble schiebt über Banane, so wie ich das gesehen habe. Ja. Gute Ausgangslage. Vor allen Dingen, die sparen ja auch richtig viel Damage schon gefangen. Schön. Ah, jetzt kein Risiko, bitte. Das kann man defensiver spielen nach dem Frag. Zumal Nuki. Zeitplan wird aufgehört. Schöner Frag nach dem Ende von Nuki. Boah. Gut gespielt, gutes Timing bewiesen. Auch gute Flash dagegen. Kabeltrommel. Scheint auch eine einstudierte Flash zu sein. Sie kam wirklich sehr weit hoch, sehr weit vor auch. Was heißt einstudiert? So wirklich kompliziert dürfte es nicht sein, die einfach drüber zu werfen. Trotzdem, vom Timing her war es gut. Der CWS-Spieler war noch nicht ready, um dagegen zu flashen. Sind dann gut Ruine durchgekommen. Auch Trouble konnte am Großen das erreichen, was er erreichen wollte. Nämlich Leute binden. Bisschen Abfuck von hinten. Auf der Seite war das okay. Trouble mit Shotgun. Abhox mit Bison. Die Runde. Boah. B-Stack, ne? Ah, also komplett frei. Auch interessant, dass. Okay, ne, ich dachte schon, Tor bezielt. Also netter Read. Der aber komplett in die Hose geht. Maus wird jetzt auch gleich Bescheid wissen. Schauen, wer jetzt Eco geil ist. Schau, die macht direkt Mitte dicht. Ja, sucht sich auch eine gute Pose für seine Shotgun. Hört auch die Steps. Mitte wird auch nochmal abgelenkt von dem Mate. Auch gut. Was war das denn? Wie gut. Ich hab sie vielleicht CW war blind, wollte ihn zacken. Und trifft auf Trouble. Oh, shit. Gute Shotgun-Action. Oh, feine, richtig viel Kohle jetzt damit bekommen, natürlich. Guck mal, 7.100 Dollar hat er schon. Von daher, also taktisch gesehen, die Shotgun gar nicht so übel. Mit dem Ziel dahinter natürlich auch Geld aufzubauen. Für schlechtere Zeiten. Stack nochmal am B. Diesmal ist aber Wiss am A. Das wurde auch schon gespottet. Schöne Fläche zum Hass. Die war gut. Die war gut. Abhox wird so berannt. Boah, kriegt Headshot. Aber alle drei am B. So, Abhox mal schauen. Mal sehen, ob er nochmal schnappen, zuschlägt. Neue Lieblingswaffe? Fragezeichen. Hat einen guten Run auf jeden Fall damit. Wäre krass, wenn er sie in der Equipped Round noch behält. Ah, jetzt rafft er auch. Das habe ich nämlich auch schon entdeckt. Dass die Treppenstufe dort extrem buggy ist. Weil eigentlich überhaupt keine Treppe ist. Man bleibt nämlich wirklich, wenn man hier lang schleicht, an der Wand, an der größten Kante hier, bleibt man nämlich hängen. Man kann hier nicht einfach drüber laufen, wie hier so rechts daneben. Trouble sie noch? Ne, hat AK gekauft. Hätte mich auch sehr gewundert.
Nades bekommen. Ich bin das aber auch sehr zügig. Vielleicht gegen Flechkombi. Oh, Sonix kriegt da keinen. Oh Mann, ey. Der wird aber auch zu schnell da allein vorgegangen. Also ich weiß nicht. Es ist aber auch sehr viel Risiko ein. Oh, jetzt die Flash von Kevin. Ah. Headshot gegen Nuki. Okay, zum Glück nur durch die Wand. Oh, Kevin, pass hinter auf. Pass hinter auf. Hinter dir. Das ist so ekelhaft da am Auto. Da muss man wirklich immer gucken. Ah, wir sind noch drei Leute gemacht. Damit natürlich ein bisschen Geld gezogen. Auf jeden Fall legen für seine Mates. Da zahlt sich die Shotgun-Action von vorhin aus. Ah, trotzdem, die Runde, genauso wie man die Runden vorhin am B verliert, verliert man sie jetzt quasi auch am B, nur halt gespiegelt. 11-8 weit in die Führung für Aces. Schauen, ob sie das jetzt anders machen. Ja, genauso hätte ich mir das vorhin auch mal vom Maus gewünscht. Direkte offensive Nades. Auch wenn Apox jetzt nicht so viel Schaden bekommen hat, aber schon ein bisschen was. Das sind so anderthalb Hits, die man da weniger bräuchte. So, Smoke von Kerrigan. Banane ab. Kriegt er den Contact? Oh. Noch weiter runter geschossen. So, jetzt schieben sie aber B. Oh, gar nicht so schlecht. Vier Mann am A. Was kann Nuki machen? Da wurde, glaube ich, schon gesehen. Wenn Nuki jetzt noch einen macht, wäre es eigentlich gut. Also ist richtig perfekt. Aber es gibt schon ein Go. Nuki fuckt da jetzt gleich ab. Boah, ganz schwierig jetzt zu spotten. Torpe macht einen, wird direkt gerefaked und Nuki schiebt Def über Banane. Gute Entscheidung, da kein Risiko einzugehen. Ruin einnehmen wäre ganz gut. Ja, man spielt sie mit Doppel. Krabble, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Kerrigan steht auf Anti-Flash. Wichtig jetzt, Ruin hier zu halten. Boah, Kerrigan noch im Reload. Vielleicht... gute Smoke da aber auch noch drin. Oh, schön reingehalten von Kerrigan. Oh, dritten konnte er fast auch noch machen. Sehr starke Runde. Gutes Doppel da an der Ruine. Und Wiss muss safen. Schön runtergespielt. Auch gut gespielt von Nuki da. Nachdem Maus direkt den Refake gesetzt hat, dort wegzuschieben. Also geht doch. Man kann doch Runden am B holen. Zu 9, nur noch zwei Runden Abstand. Ah, Rebel Games mittlerweile auch gewonnen. Aber das war ja irgendwie zu erwarten. Probleme. Ah, Nuki hätte da für meinen Geschmack auch helfen sollen, mal im Döner. Im Hausmeister. Oh, wo ist denn der Support? Die geht durchlegen. Sonix muss es da finishen. Mit zwei Headshots. Anschlussrunde. Geld müssten sie wieder haben, die Spanier. Ja, wobei, so viel ist es gar nicht. Den OP250. Bisschen equipped bei Agilien. Diesmal
alle am Groß bis auf Taupe. Oh, gut. Wichtiger First Flag von Traveler. Diesmal sieht die Eco doch vernünftig aus, auch wenn man viel Damage fängt. Ah, jetzt noch Sonics gefinisht. Falsche Mitte. Dann würde sich gleich Kerrigan oder Trouble schnappen. Je nachdem. Ausgleich. So, auf geht's. Ist einfach den Run beibehalten. Jetzt bin ich vor allen Dingen auf Aces gespannt, was sie umstellen. Ob sie überhaupt was umstellen. Vor allem auch, ob Maus das gleiche spielt. Also wieder Apox vor, Banane vor. Sonic so halb hinterher. Na, was mache ich denn? Apox wieder hoch. Gleich geflecht für Apox von Sonics. Oh, jetzt hat er den Schatten gesehen. Oh, er kriegt wirklich. Macht nicht mal Damage. Wusste gar nicht, dass man da den Schatten sieht. Also eigentlich gar nicht so eine schlechte Posi, muss man meinen. Aber natürlich, der CT spottet da natürlich auch immer direkt hin. Ist auch interessant von Aces, dass sie lange am B zu zweit bleiben. In 1-6 würde man jetzt zum Beispiel schon längst zu viert am A stehen. Die Flecht gegen Hass, dann geht man auch direkt rum. Das kann von Kerrigan, wenn da ein Doppel wäre. Er stirbt jetzt gegen Hass. Reflick, oh, wichtig von Trouble Egg. Enorm wichtig. Wenn Nuki setzt. Ja, sehr schön. Erhöht die Steps. Gut gespielt von Nuki. Gut gewartet. 2 und 2. Schauen, wie sie es ausspielen. Nuki legt Richtung Base. Boah, Trouble Egg ist noch nicht gedeckt, Hass. Er ist noch nicht gedeckt. Und er überlebt mit einem AP. Ach du Kacke. Aber das war nicht gut gespielt. Man geht auf Frag und stirbt und Nuki macht da auch keinen mehr. Eieieiei. Warum geht er nicht eher rein? Oder oh, was war das bitte? Ah, da merkt man natürlich schon, dass es ein junges Team ist. Da wird wahrscheinlich dann noch viel geredet. An so eine Situation muss man aber gewinnen. Was kostet natürlich dann auch manchmal ein Spiel. Das sind genauso Situationen, die man die ein Top-Team eigentlich auszeichnen. Dass man sowas holt, sowas auch konstant holt, sowas gut runterspielt. Darauf kommt es wirklich an. Einfach die X- und X-Situation. So, und jetzt Apox auch endlich mal defensiver dort. Oder sie nehmen es gemeinsam ein. Das können sie natürlich auch machen. Mein Apox müsste das wissen ungefähr, was sie da jetzt machen. Und jetzt die Ansage vielleicht da zu dritt vorgehen. Kerrigan schiebt jetzt nach. Also es wird wieder so ein Fake von Jubbly alleine. Oh, der wird geholt von Viz. Aber keiner anstatt zu schieben. So, hier sind jetzt wirklich alle dort. Vielleicht sogar ein B-Split, was vielleicht auch nicht so schlecht ist. Das ist dieser ekelhafte Schlitz da. So, Kerrigan Mitte. Oh, da ist zum Glück keiner. Kerrigan mit gutem Timing holt er Biss. Oh, hat ihn gesehen. Vielleicht kommt er durch. Oh, er kommt durch, er kommt durch. Vielleicht ist er am B. Oh, er wurde jetzt gesehen. Oh, wird jetzt noch geholt, wie bitter. So, B wird auch weggeflecht, alle da Banane gefangen, sie müssen drauf. B gibt sie Bangs. Ah, die haben so gut wie gewonnen, verloren natürlich. Und da kriegen sie selbst noch keinen. Oh, aber die HP, Alter. 5 HP, 7 HP, 7 HP. Krass. Oh Gott, 13-11. Maus zum Glück noch Geld.
Selbst die Gegennades sind's nicht. So, ist er aber wieder defensiv. Haus sieht man gar nicht. So, okay, genug. Wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder zum Morgue werfen. Wow, nicht mal Aprox hat da unten geguckt. Gut, war natürlich lange da drin. So, ist das ein B-Fake? Ja, ist ein B-Fake. Also endlich spielt man mal auch was Neues. Schnapper geht's Risiko nicht ein. Geht er nicht durch. Kerrigan stirbt am Häs. Sonix wartet noch auf Mate. Macht er gut. Wartet dann noch auf eine Flash. Oh. So, kommt sogar noch gegen Flächen. Jetzt muss er raus. Oh, warum springt er denn? Oh, warum springst du hoch? Oh, 14-11. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Krass. Das sah doch ganz gut aus eigentlich als T. Hat eine gute Führung. 6-1 stand es, glaube ich. Und jetzt gibt man die Runde für Runde ab. 3 Runden in Folge waren es jetzt, glaube ich. Maus, die letzte Runde, wo sie Geld haben. Wobei das auch schon egal ist. Sie müssen jetzt eh immer kaufen. Puh. Sie kommen halt nirgendwo richtig durch. So, B waren wieder die direkten Nades von Aces. Stehen jetzt wieder defensiv. So, und am Großen stellen sie auch nichts weiter um. Oh, jetzt aber auch wirklich Pech bei Aprox. 4 HP bei Torpe. Okay, genau, die Nuki hat die Bombe. Es geht wieder Richtung B. Boah. Boah. Oh Gott, in das Noob-Eck einer geschoben. Oh, sogar noch einer CT-Base. Krass. Krasser Read. Aber Maus hat das natürlich schon oft gespielt. Boah, die Waffe wurde, glaube ich, gesehen. Schön direktes Pre-Fire. Smoke liegt auch gut. Boah. Sehr schöner Headshot von Aprox. Und jetzt Kerrigan, pass auf. Boah, gut. Wichtiger Refig. Aber ohne Witz, die Runde war mehr Glück als Verstand. Also da war schon eine ordentliche Portion Glück auf Maus Seite. Was man natürlich auch braucht, aber trotzdem. Sie dürfen jetzt nicht denken, dass es gut gespielt war. Ich finde diese Late Begos einfach sehr obvious. Beziehungsweise, weiß nicht, Aces hat damit eigentlich bisher keine Probleme gehabt. Haben die B immer gut gegenflächen können, immer dann die Fracks setzen können. 12-14. Ich würde mal. Also so ein Go über Gang auch, über Action. Wenn ihr auch viel öfter einfach mal Hass so einnehmen. Scheinbar haben sie ja da gute Flashes, gute Smokes, wie sie das einnehmen können. Wenn man das früher eher macht und dann B geht, das würde mir mehr besser gefallen. Also noch so einen kleinen Step vor dem B-Go. Oh, jetzt drei Mann B. Mitte Kontakt, schön. Also man hat wirklich noch was im Petto. Gefällt mir. Schön. Kriegt den First weg. Kerrigan über Haus. Oh, Sonix. Am B. Schön. Gute Smoke für ihn. Oh, jetzt kann er drei machen. Oh, und er macht keinen. GG. Aber Aprox schön über Smoke geschoben. Oh, er kommt sogar noch weg. Wirklich dann Haus und Tu und Tu. Oh, nein, oder? Noch Drift gehen. Boah, der ist ganz weit weg. Da muss man eine Weltreise machen.
Sollte bitte das nicht abgeben. Schöne Pose gewählt von Travelay da am Friedhof. Abox hat ihn gehört, ich glaube schon. Ja, spätestens jetzt. Jetzt einfach Kreuzfeuer. Abox verrät sich auch nicht. Schön direkt auf Refact gegangen von Travelay. Perfekt gespielt einfach. 13. Runde. So will ich das sehen. Auch wenn Sonix da schon die 3 Fracks auf seinem Scoreboard gerochen hat. Hat dann am Ende halt leider für keinen gereicht. Gut geschoben aber von Aprox da über Fuchsbau. Ja, und dann noch gut gerettet von Travelay. Mal wieder, muss man ja sagen. So, und endlich hat mein Aces auch wieder in der Eco. Boah, dieses Eck, dieses Schlitzeck ist so ekelhaft. Man sieht's, also Aprox bangt da ein bisschen hin, aber es ist echt unbangbar. Vor allen Dingen hat er vorhin schon nicht hingeguckt in das Eck, wenn er jetzt davor geht. Boah, jetzt zum Glück gesehen. Boah, gut, hat Sonix aufpasst. Und kann anscheinend doch irgendwie an einer gewissen Stelle bangen. Die Fracks, die Aprox da die ganze Zeit nicht setzt, die macht Sonix jetzt mal in einer Runde. B jetzt auch eingenommen, ist gut gespielt von ihm. Denkt doch mal die Initiative ergriffen. Nice, sein dritten in der Runde. Aprox macht doch gut, spielt das gut mit einem HP runter. Geht auch sehr weit weg. Bräuchte eigentlich ein bisschen Hilfe von Kerrigan, die er auch kriegt. Also schön angesagt, gut gespielt von Kerrigan, gutes Teamplay. Aprox wird wahrscheinlich trotzdem noch die Waffe verlieren, je nachdem, ob Ghost dann noch sich vorghostet. Wiss ist eigentlich egal, hätte nur P250. Ghost wäre ja schon wichtiger, ihn zu holen. Schafft man aber nicht. Aber der Ausgleich wieder. Zum zweiten Mal, glaube ich, in dem Spiel. 14-14. Und Wiss jetzt mit Aave. Oh Mann. Also, was man noch nicht gespielt hat, mal schauen, ob Maus da damit rechnet. Ausgerechnet nicht damit. Ah, vor allem jetzt den Spieler geholt, der Banane mal auch perfekt gemacht hat. Schnell im Gang. Boah, die Hits, die Hits, die Hits, die Hits. Die Smoke liegt einfach zu gut. Und die Runde geht so schlecht schon wieder los. Und Nuki hilft Aprox dort. Nochmal eine Smoke. Die Nate, die sitzt nicht? Warum? Wie kann die Nate nicht sitzen? Ich verstehe das nicht. Das ist so random, diese scheiß Nate. So, und jetzt mal über Hess den Weg gesucht, aber wir sind mit Aave dort. Jetzt springt wahrscheinlich einer durch. Weiter Strafe. Ah, Kerrigan hat einen weiten Strafe gemacht, hätte vielleicht durchspringen sollen. Oh, starke Aave von Wiss. Kriegt jetzt einen Headshot von Travelay. Von wem auch sonst. So, Nuki wird noch über Action geschickt. Was man hat er das 2-2. Nuki geht jetzt in Mitte. Oh, wird jetzt von hinten geholt. Tschüss. Ach, jetzt nur noch Travelay, der läuft doch gar nicht weg von der AE. 15-14. Aces haben schon mal die Overtime sicher. Und jetzt bitte, bitte, bitte macht die Overtime draus. Also jetzt einfach bitte nicht gegen die Aave sterben. Und dann wäre es schon mal ein kleiner Achtungserfolg. Ah, schöne Nate. Und wieder ist es Sonix, der stirbt. Naja, der wird sich auch bedanken. Da wollte man sie direkt wegsprengen und wegflashen. Hat auch Schaden gemacht, aber halt leider nicht zu viel. Und er ist extrem aggro in der Banane.
Frags Rift. Oh, schön. Schön, 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 schön. Bin kann rauf. Abox hat eine Smoke. Sehr gut. Wichtig. Troubly kommt sehr spät erst von hinten. Abox sollte vielleicht warten, bis Kerrigan ihn decken kann. Ach, Kerrigan hat die Bombe. Ah, gut gemacht von Abox. Hält der Ruine safe. Kerrigan kann legen. Wo ist Troubly? Hat Hof. Also gute Runde, gute Ausgangslage, aber Kerrigan stirbt da. Jetzt noch Troubly gegen zwei. Wenn es einer machen kann, dann wirklich er. Er hätte gutes Timing mit das Flash. Und er macht's nicht. Er macht's nicht. Och, ey. Es ist unfassbar. Wie können sie das Spiel abgeben? Ah, was heißt abgeben? Wie können sie die Overtime abgeben? Ah, das Spiel hat Aces auf jeden Fall so halbwegs verdient gewonnen. Maus auf jeden Fall weit unter ihren Möglichkeiten gespielt. Der B heute wirklich, muss man wirklich sagen, katastrophal gedeckt. Auch dann als Terrorbanane nicht wirklich ein Land gesehen. Ja, und am Großen, weiß nicht. Sehr komisches Spiel auf jeden Fall von Maus Seite. Es war nicht ihr bester Tag. Ich hoffe, das ändert sich demnächst. Oh Mann, also der Sieg war hier sowas von drin. Man hat CT-Pistol verloren, T-Pistol gewonnen, also von der Seite. Ja, gut. Also CT hätte man auf jeden Fall wesentlich mehr Runden holen müssen. Wenn nicht sogar selber 10 Runden und nicht nur 5. Aber gut, ich hoffe, Sie lernen aus dem Spiel. Gibt es auf jeden Fall einiges draus zu ziehen. Ich danke euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann irgendwann demnächst wieder. Wahrscheinlich morgen oder halt unter der Woche jetzt. Die restlichen Spiele von heute in der ESEA, die finden, glaube ich, eh nicht statt, beziehungsweise ich würde selbst gerne das NiP-Spiel sehen und wir sehen uns dann sicherlich drüben bei Knochen bei dem Spiel NiP gegen Virtus Pro in der Fnatic Freakout League. Für mich war es das heute erstmal. Wie gesagt, wir sehen uns unter der Woche natürlich wieder mit den restlichen ESEA-Matches. Bis dahin, viel Spaß noch bei dem anderen Match. Haut rein, gute Nacht.